So, hallo, wir machen weiter. Bei einer ganz ruhigen Runde WarioWare Get It Together. Und wir sind bei den nächsten Missionen angekommen, die, glaube ich, jetzt zum Sport gehören. Wenn ich nicht richtig liege. Ich liege richtig. Also, ich werde mir wieder mal nichts merken können. Ihr kennt das Spiel. Ich lese trotzdem erst alles durch. Cricket Pumpenkönig. Indem du alle Luftpumpen nutzt. Okay, habe ich schon. Verstehe ich jetzt schon, was ich machen muss. Muss ich mit Cricket machen? Okay, alles klar. Schließe das Spiel Fallschirmo Fatale auf Level 3 ab, ohne den. Ah ja, verstehe. Das ist ja das, wo man die Blöcke unten zerstören kann oder den Fallschirm umlenken kann. Also muss ich auf Level 3 den Fallschirm umlenken. Verstehe ich? Okay. Bisher verstehe ich's. Vielleicht bedeutet es am Ende wieder was anderes, als ich es jetzt lese. Kann ja sein. Schließe das Spiel Läuferzählen erfolgreich ab. Aha, okay, alles klar. Einmal jeden Knopf drücken von allen Seiten. Also auch da ein Charakter, der am besten fliegen kann. Macht's leichter. Jetzt als Red mit Bomben also. Artistischer Abgang. Ohne einen der Athleten zu berühren. Okay. Korbvereitler. Einen Ball mit deinen Aktionen viermal in Folge in der Luft. Okay, verstanden. Verstanden. Auch egal, mit wem ich das mache. Sehr gut. Bisher haben wir einmal Cricket und einmal Red. Erziele beim Wasserball einen Treffer durch die Beine des Torwarts, ohne ihn zu berühren. Wasserball habe ich mir bisher sowieso schon immer schwer getan, aber okay, das okay. Ist wahrscheinlich dann Level 3, weil bisher hatten wir noch nie einen Torwart. Durch die Beine des Torwarts, ohne ihn zu berühren. Ich bin gespannt. Jimmy, volltrefflich. Spiele, bevor es Game Over heißt, in 7 Runden hoch und greife an, ohne in einer dieser Runden noch einmal den Boden zu berühren. Okay, muss ich mir anschauen, was das ist. Kann ich jetzt absolut nichts dazu sagen. Aber Jimmy, wissen wir schon mal Bescheid. Aus dem Bunker, nachdem der Sandburger mindestens 12. Okay, das ist dann easy. Machen wir mit unserem UFO-Typen. Boxbalance auf Level 3, indem du nichts berührst, was kein Boxsack ist. Ah, okay. Das wird auch interessant. Schließe als Mona das Spiel Express Apfel. Aber wir sind durch. Okay, sehr gut. Wir sind durch. Dann gehen wir es doch mal durch, was ich mir gemerkt habe. Ha. Also, da haben wir doch schon mal das mit Cricket. Okay. Also, Level 2, indem man alle Pumpen nutzt. Wir können es gleich mal bei Level 1 testen. Ne? Ich muss also sozusagen hier und dann so. Und jetzt müsste ich jetzt. Ist dann egal. Ne? Jetzt habe ich beide genutzt. Und bei Level 2 sind es wahrscheinlich 4 Pumpen oder so. Ja, das war ja super einfach. Alles klar. Das war nichts mit Mission. Das war auch nicht. Das war auch nicht. Das war auch nicht. Ich glaube, das auch nicht. Ah ja. Das war die Geschichte, wo ich gesagt habe, ich brauche einen Flugcharakter am besten, der halt den Fallschirmtypen einfach rüberbringen kann. Und an den Blöcken vorbei. Das können wir gleich mal üben. Wir wissen ja noch nicht, wie Level 3 aussieht. Na? Ah, okay, aber in Level 2 wäre das schon mal nicht möglich gewesen, interessanterweise. Okay, andere Richtung, alles klar, kriegen wir hin. Aber in Level 2 wäre das nicht möglich, diese Mission. Da kann ich ihn nicht dran vorbeilenken. Na? So, aber jetzt kann ich ihn. Also ich muss ihn nach rechts lenken. Es bewegt sich immer anders. Scheiße. Okay. Und danach kommt gleich das Zählspiel. Habe ich gerade schon gesehen. Da können wir ihn gleich behalten. Da können wir ihn gleich behalten. Easy. Den Obolon.
So, jetzt muss ich gucken, wohin sich das Ding bewegt. Verlenken. Diesmal passt's aber. Nein, du musst... Oh, ich... Diesmal hätte es gepasst, wenn ich ihn richtig rübergedrückt hätte. Ah, gerade verschwende ich einfach nur Zeit. Das ist einfach. Verlenken. So, jetzt. Also. Rüber. Ja. Easy. Gut. Bisher Sport sehr einfache Missionen. Hier jetzt einfach jedes Ding einmal drücken. Wenn jetzt natürlich nicht mehr als 4 kommen, funktioniert es nicht. Okay, es kommen 4. 5, 6. Ja, easy. Was ist denn das? Was sind denn das für Missionen gerade? Ich bin zufrieden, aber ich meine, puh. Das kann ja nur wieder schlimmer werden. Ah, artistischer Abgang war irgendwas. Habe ich aber vergessen. Habe ich vergessen. Muss ich mir nochmal anlesen. Korbvereitler 4-mal den Ball berühren. Das sollte auch mit dem Flug eigentlich ganz gut funktionieren. Treffer verhindern. So geht das. Treffer verhindern. Ich glaube, ich kann ihn nur einmal treffen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich den öfter treffe. Ja, okay, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich ihn öfter treffe, den Ball. Haben ihn jetzt nicht öfter getroffen? Ah, ohne dass er den Boden berührt, ne? Yes! Easy. Okay. Das war nicht dabei, glaube ich. Das auch nicht. Das war dabei. Hab aber vergessen, wie. Muss ich nochmal lesen. Das war nicht dabei. Das war das mit dem Torwart. Dann nehmen wir jetzt mal Wario. Ich glaube, Wario ist... Oder wer ist dafür... Okay, Orbulon ist dafür sogar gut geeignet. Ja, dann probieren wir es mit ihm. Dann bleiben wir bei ihm. Dann bleiben wir bei ihm. Mal gucken. Ach so, deswegen. Ja, okay, aber ob das mit dem Ball, mit dem Torwart dann funktioniert, weiß ich nicht. Tor erzielen. Das ist wahrscheinlich der Torwart, ne? Tor erzielen. Ah, ohne ihn zu berühren. Ja, das wird interessant, okay. Ich weiß nicht, ob Obolon dafür der Richtige ist. Nein, unten drunter durch, Mann. Tor erzielen. Ohne ihn zu berühren. Ja, bitte, das war's schon. Hey, Orbulon ist der Man hier. Was ist denn los? Auch das ist wieder Orbulon. Habe ich schon gesagt. Auch das ist wieder Orbulon. Mehr als die Hälfte leeren und dann den Ball rausholen. Ich kann doch hier bestimmt den ganzen Quatsch rauspfeffern. Und dann den Ball noch raus. Ja, okay, das war doof. Raus aus dem Bunker. Ah, wobei Obolon ist... Ich bin mir noch unschlüssig. Aber wenn dann in Level 1 nochmal. Ob das wirklich so schnell sich aufsaugt halt, das ist die Frage. Das ist nämlich nicht die Hälfte. Das ist bei weitem nicht die Hälfte gewesen. Der saugt nicht schnell genug. Ja, dann kommt er nämlich nicht mehr raus. Ah, wir probieren es nochmal, aber ich glaube, Orbulon ist nicht der Richtige dafür. Raus aus dem Bunker. Das war nicht die Hälfte offenbar. Ah. Jetzt raus mit dir.
dann wär's richtig. Ah, das wäre gut gewesen. Das wäre gut gewesen. Schade. Ah, doch, ich glaube, in Kombination mit rausschicken. Ja, doch, 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 das haut hin, das haut hin. Ah, Mann, du warst doch draußen. Ah, das haut hin, das haut hin. Ja. Das ist doch weniger als die... Hä? War das immer noch mehr als die Hälfte? Oder habe ich das irgendwie falsch gelesen? Habe ich das falsch gelesen? Lesen wir nochmal nach. Da war nichts. Da war... Das war dieses Ding mit, Level 3 schaffen, ohne den Sack zu berühren. Level 3 schaffen, ohne den Sack zu berühren. Das wäre also in unserem Fall auch wieder so, dass man sozusagen ihn hier berühren muss, aber den Sack darf man nicht berühren. Schauen wir mal, wie Level 3 läuft. Ah, ich verstehe. Man muss die... Ah, ja, 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 okay. Für zwei Treffer sorgen. Und nochmal zu... Okay, da muss man schnell hin und her. Da muss man schnell hin und her. Verstanden? Ich glaube, das Obolon... nicht der richtige für. Das war alles nicht dabei. Kann ich mich auch nicht erinnern, das gelesen zu haben? Kann ich mich auch nicht erinnern, das gelesen zu haben? Kann ich mich auch nicht erinnern, das gelesen zu haben? Okay, wir gucken mal nochmal kurz die Dinger durch. Dass ich mich nochmal up to date bringe. Wir haben schon ganz viele Missionen geschafft. So. Da geht's los. Ach! Artistischer Abgang war das mit Red. Okay. Ohne einen der Athleten zu berühren. Verstanden. Das heißt, ich muss ihn mit den Bomben andrehen. Jetzt raff ich das Spiel. Jetzt raff ich, was die da von mir wollen an der Stelle. Okay. Dann. Volltrefflich war mit Jimmy. Springe, bevor es Game Over heißt, in 7 Runden hoch und greife an, ohne in einer dieser Runden noch einmal den Boden zu berühren. Okay. Na gut, wir müssen gucken, wie das gemeint ist. Mindestens zur Hälfte geleert. Habe ich offenbar nicht. Habe ich offenbar nicht. Schade. Und das war auch klar, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Das war es schon, ne? Das war alles. Okay, cool. Haben wir jetzt ja noch genug Zeit für die letzten Missionen hier in Sport? Also. Wo ist das erste? Da, genau. Red. Komm her, Kollege. Deine Bomben müssen jetzt hier den Kollegen drehen. Sollte aber laufen. Ah, in die andere Richtung müsstest du. Der muss in die andere Richtung, Lel. Jetzt ist er wieder... Jetzt ist er so rum. Ich muss auf den Pfeil achten. Ich muss auf den Pfeil achten. Okay. Ja, super einfach. Okay. Das hatten wir, das hatten wir. Das war das mit Jimmy. Okay, der ist dafür gar nicht geeignet. Also ich muss direkt los und darf den Boden nicht mehr berühren. 7-mal oder so. Ja, okay, warum ist das schwer? Für Volltreffer sorgen. Für Volltreffer sorgen. Nein! Für Volltreffer sorgen. Aber hat das jetzt, Moment, hat das jetzt gezählt als Boden berühren, wenn ich da drauf gehe? Nee, oder? Für
Ich meine, das muss ich ja so machen. Oh shit. Ich muss den Pfeil, muss den Block zerstören. Weiß nicht, ob das halt zählt, wenn ich auf dem Ding drauf lande, ne? Das ist... Tue ich mir ein bisschen schwierig, mir das so vorzustellen. Nein! Ah, ich bin am Boden gelandet. Ja, scheiße, das war blöd. Aber ich denke, das ist machbar, wenn ich es richtig mache, so wie es gedacht ist. Ah, es war sogar! Das war's sogar! Stabil! Okay, dann haben wir noch den Bunker. Nehmen wir jetzt halt einen anderen Charakter. Wer könnte denn auch für viel Furore sorgen in dem Ding? Ein Penny vielleicht, wegen dem Wasser, dass die vielleicht das da alles rauswischen kann oder so. Ja, nee. Okay. Ich würde trotzdem nochmal Obulon nehmen. Ganz ehrlich. Ich würde trotzdem nochmal Obulon nehmen. Raus aus dem Bunker. Und dann halt gleichzeitig alles raus, raus und jetzt den Ball noch raus. Ja, scheiße. Raus aus dem Bunker. Nein! Mist. Ich denke, mit ihm müsste es gehen. Ich denke wirklich, mit ihm müsste das eigentlich funktionieren. Ah, es war immer noch nicht die Hälfte. Schade. Raus aus dem Bunker. Das muss doch jetzt die Hälfte gewesen sein. Raus aus dem Bunker. Das erzählst du mir doch nicht, dass das nicht die Hälfte war. Hä? Stand da ein Charakter dabei oder sowas? Nee, oder? Kann mich nicht erinnern. Dass da ein Charakter stand. Nachdem du den Sandbunker mindestens zur Hälfte geleert hast. Hm. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ha. Ich weiß halt nicht. Kann er das so rausdashen, das Zeug, ganz schnell? Raus aus dem Bunker. Na, Mist. Aber vielleicht kann er das. Raus aus dem Bunker. Ne, das ist bei weitem nicht die Hälfte. Ja, jetzt muss es halt noch raus, das Ding. Scheiße. Vielleicht in Level 1. Nein! Es ist ja schon rausgerutscht. Also mit Wario geht das Spiel an sich gut, aber ob das halt mit der Mission gut funktioniert. Raus aus dem Bunker. Ja.
Aber ist das nicht die Hälfte? Raus aus dem Bunker! Also, das war doch jetzt mehr als die Hälfte draußen. Raus aus dem Bunker. Ich raff's nicht. Egal, lassen wir das. Machen wir hier auch Wario. Hier könnte ich mir nämlich vorstellen, dass Wario ganz gut ist. Für Treffer sorgen. Ja, weil der die nämlich richtig hart anstößt. Ja, der ist dafür perfekt. Für zwei Treffer sorgen. Hä? Hat es nicht gezählt? Habe ich irgendwie den Dings berührt? Versehentlich? Habe ich den Boxsack berührt? Für Treffer sorgen. Muss ich nochmal genau hinschauen, ob ich den Boxsack versehentlich berühre? Lul. Für zwei Treffer sorgen. Hä? Was habe ich jetzt wieder falsch gelesen? Ah, nichts berührst, was kein Boxsack ist. Ich darf den Boxsack berühren und nicht den... Ups. Okay, dann halt in die andere Richtung. Für Treffer sorgen. Oh, das wird ja sehr lustig. Oh, das wird ja sehr lustig. Wie soll ich denn das machen? Für zwei Treffer sorgen. Oh, das wird sehr interessant. Für Treffer sorgen. Okay, ich verstehe. Ich muss also schnell dran vorbei. Für Treffer sorgen. Da irgendwie hoch und dann... so dagegen irgendwie schnell. Und das zweimal. Ja, okay, das ging sogar. Huh. So, jetzt bleibt nur noch die Mission hier. Wer ist denn dafür gut geeignet? Kannst du vielleicht mit Bomben da? Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass der so viel da ausrichten kann. Raus aus dem Bunker. Naja, der kann es lösen, aber das war's dann halt auch. Nein. Oh. Vielleicht sie mit ihrer Stampfattacke, kann sie da vielleicht richtig Karawumms machen? Raus aus dem Bunker. Nee, kann sie nicht. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Charakter das sinnvoll ist. Das lassen wir erstmal aus. Das ist jetzt wieder so ein Ding, da probiere ich 3 Jahre lang rum und dann wird's nix. Okay. 24 Minuten. Haben wir noch Zeit, den Wario Cup nochmal zu spielen. Heiß und kalt ist immer noch unsere Geschichte hier. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, scheiße, welche Charaktere hatte ich denn? Ah, verflucht, ich hab's vergessen. Ich glaube, sie hatte ich. Und Kat? Ich glaube nicht. Aber wir probieren es mal. Nachbauen. Ach nee, ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich bin dumm.
Ah ja, super. So, jetzt kriegt Kat wieder nachbauen und ich weiß, ich muss nach rechts mit dem Ding. Ich hab's. Ich hab völlig falsch hingeschaut. Okay, erst die ohne Dings, dann die eine Kugel. Das ist auch gut für sie eigentlich sogar. Nice. Ja, das ist... Wie mache ich das mit ihr denn? Vielleicht in dem Moment, wo die beiden... In dem Moment, wo beide kommen oder so. Hm, schwierig. Na, das ist auch mit ihr richtig schwierig. Ah, schade. Knapp. Ah, das ist auch mit ihr nicht so einfach. Da ist sie auch nicht für geeignet. Nee, das sind beide nicht für geeignet. Ach, und da zieht sie... Oh, das ist auch ganz schlecht für sie. Ja, okay, das ist nix. Die zwei sind schon mal nix. Dafür ist sie super. Aber... Ah, ich kann da oben durch. Ich kann da oben durch. Okay, cool. Ja, das war nix. Macht aber auch nix. Also... Ich denke, Quicket dürfte bei manchen gar nicht so verkehrt sein. Ja, und warum nicht Wario? Nehmen wir die zweimal. Ja, das ist auch für ihn gut. Mist. Okay, das ist einfach. Ah, da ist ja nicht... Okay, das ist kritisch, aber das kriegt man hin. Ah, schade, knapp. Nein! Oh, das war knapp. Der hätte noch brennen können. Ach, Wario, du bist doch dafür geeignet, Mist. Ah, jetzt wird es halt immer schneller, das ist das Problem. Da oben wäre gewesen, okay. Okay, das kriegt er hin. Aber das kriegt Wario auch hin. Okay, die sind eigentlich ganz gut. Die sind eigentlich ganz gut. Wenn man die Sachen mit ihnen hinbekommt, sind die eigentlich ganz gut. Mal gucken. Andere Richtung. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt ist die Reihenfolge andersrum. Ja, jetzt hat Wario angefangen. Nein, nimm doch das da und dann das da. Gut. Tschüss. Es wird halt sehr schnell, sehr schnell. Ja, genau. Nein, er hat es nicht mehr erwischt. Oh, das ist doch kacke. Oh, ich
wollte vorher noch sagen, das Ringe wäre für Wario super gewesen, aber ich hab's verkackt, lol. Hallo! Oh, von unten dagegen. Okay, wir starten von vorne. Jetzt ist es wieder so wie vorhin. Das heißt, jetzt bekommt er wieder die Ringe. Ich weiß nicht. Nachbauen. Hallo. So. Nein! Shit. Ach, ich muss durch Ba... Ja, scheiße. Scheibenhonig. Ja, sehr schön. Immer so ein bisschen anstupsen nur, dann passt das schon. Nein, es hat doch gebrannt. Ah. So, jetzt aber, Wario. Das ist doch deine Mission, Mann. Eben. Nein. Das Problem ist, dass es dann so schnell geht immer. So, jetzt kommt Bowsy. Okay. Ah, fuck. Okay. Ah. Die könnten gut werden, aber ich bin noch skeptisch. Okay, jetzt ist er wieder am ersten. Damit kriegt Bowser jetzt auf jeden Fall wieder die Ringe. Das ist eigentlich okay. Nein! Dass der wechselt immer, ey. Höher. Gut. Brav. Nice. Jetzt wird's kritisch. Yes! So, diesmal haben wir's richtig gemacht. Oh, yes! Nein, 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 dein scheiß Eismann. Ah, ich war nicht... Ach... Oh, da ist er vielleicht jetzt nicht so gut für geeignet. Oh, gerade so. Was kommt jetzt? Nein, ich bin dran vorbei. Hoch. Oh, das geht so schnell, ne? Bowsy. Nein. Oh, okay. Es geht so schnell. Man wird am Ende so schnell, das ist... Oh, das ist so unangenehm. Okay, okay. Reicht? Ich glaub, mit Silber sind wir schon ganz gut dabei. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal dann der Essen-Abschnitt. Und tschüss.